Gesundheitsministerin angeklagt wegen Korruptionsverdacht. Nein, doch. Es geschehen noch Zeichen und Wunder in diesem Land. Es geht um die ehemalige Gesundheitssenatorin des Landes Berlin während der Lockdown-Phase, Dilek Kalatschi von der SPD. Und damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wirklich phänomenal, was dieser Tage da noch passiert. Und wenn ich euch die Geschichte gleich erzähle, werdet ihr vor Lachen am Boden liegen. Eine Frau, die seit 2001 Senatorin war in Berlin, Bürgermeisterin war, damit stellvertretende regierende Bürgermeisterin und auch mehrfache Senatorin. In Berlin gibt es einen Senat und somit Senatoren, das ist gleichzusetzen mit einem Landtag und den Ministern. Frau Kalatschi war dafür verantwortlich für das Chaos während der Corona-Zeit in Berlin. Es gibt hier einen 56-seitigen Bericht des Landesrechnungsausschusses, des Landesrechnungshofes, der hier wirklich schwere Mängel zugrunde liegt. Und zwar, es gab in diesem Corona-Krisenstab, den sie hatten in Berlin, völligstes Chaos, Rechnungen, die nicht versandt wurden, überhaupt keinen Überblick. Private Dienstleister wurden angeheuert ohne Ausschreibungsverfahren, ohne Dokumentation, auch dann dieser Verträge. Es ist ein ungeahnter Schaden für das Land Berlin in mindestens zweistelliger, wenn nicht sogar dreistelliger Millionenhöhe entstanden. Seit Ende 2021 ist sie keine Senatorin mehr in Berlin und damit ist sie dann in den schönen Vorruhestand getreten. In Berlin kann man das als Senatorin mit 55 Jahren machen. Sie kassiert über 10.000 Euro jeden Monat Pension. Und was mich noch mehr aufregt, ich wohne hier genau in ihrem ehemaligen Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg 3. Wisst ihr ungefähr, wo in Berlin ich hier zu Hause bin? Es ist auch inzwischen gibt es hier einen Nachfolger. Es ist genauso eine Luftpumpe, Leute. Es ist wirklich eine richtige Luftpumpe. Außer wenn es was zu wählen gibt, steht er nicht hier auf dem Bürgersteig. Aber das kennen wir ja. Sie ist jetzt hier wegen Bestechlichkeit angeklagt. Es geht aber jetzt nicht um die Sachen aus der Lockdown-Zeit, beziehungsweise zeitlich schon. Es geht allerdings um ihre Hochzeit. Ja, und hier ist es wieder völliger Wahnsinn, muss man sagen. Sie verdienen Tausende, teilweise Zehntausende Euro im Monat. Und jetzt geht es hier am Ende um eine Summe, wo ihr sagt, nein, niemals wird das der Grund gewesen sein. Aber doch, es geht um 11.240,36 Euro. Wegen 11.240,36 Euro riskiert man hier seine ganze Karriere, nicht nur, die hat sie hier an den Nagel gehangen, sondern je nachdem, wie schwer das Strafmaß ist, geht das jetzt auch an ihre Pension. Ich weiß nicht, was sie sich manchmal dabei denken. Ich weiß noch, wie hier immer alle kommentiert haben bei den Fällen Büstron und Krah, um die es ziemlich ruhig geworden ist, muss man sagen. Ich bin gespannt, ob sie dieses Jahr dann noch um die Ecke kommen. Wo es immer hieß, wegen 5.000 oder 10.000 Euro würden Leute so etwas nie machen. Krah und Büstron haben beide weniger verdient als Dilek Kalatschi von der SPD. Und es ist völliger Wahnsinn, Leute. Es ist einfach wirklich peinlich. Aber wie hat sie jetzt mit ihrer Hochzeit sich hier korrumpieren lassen? Es gab eine Werbeagentur in Berlin, die hat für die Pflegeausbildung hier in Berlin eine vom Steuerzahler finanzierte Werbekampagne gemacht für 267.830 Euro. Das Ganze ist allerdings passiert, nachdem derjenige, der die Werbeaufträge bekommen hat, vorher die Hochzeit von Frau Kalatschi organisiert und ausgerichtet hat und 11.240,36 Euro für genau diese Dienstleistungen sind nachweislich nicht bezahlt worden. Genau deswegen hat jetzt die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage erhoben gegen diese SPD-Ministerin bzw. Senatorin, muss man ja sagen. Die Hochzeit war 2019, das andere Geschäft, das lief 2020 ab. 2021 hat sie dann gesagt, ciao Politik, sie hat sich hier, wenn sie sich der Bestechlichkeit strafbar gemacht hat, nach § 332 Strafgesetzbuch strafbar gemacht, eine Freiheitsstrafe von mindestens 6 Monaten bis zu 5 Jahren, in minderschweren Fällen bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe. Wie man als Senatorin am Ende einen minderschweren Fall bekommen kann, wird uns hier in Berlin die Justiz mit Sicherheit zeigen. Man wird sie niemals so verknacken, dass sie hier ihre Altersansprüche verliert, obwohl man ja nur hier die Spitze des Eisberges jetzt angetastet hat, ihre Hochzeit, es geht um 11.000 Euro, da machen wir jetzt ein kleines Prozesschen, mehr ist das ja nicht hier in Berlin am Landgericht. Der Mensch von der Werbeagentur, der wird hier mit vor Gericht gezerrt, wegen eben Bestechung von ihr. Und das Spannende ist ja, ob es dann dabei bleibt
Oder ob jetzt zum Beispiel derjenige, der hier vor Gericht gezogen wird, dann vor Gericht einfach den Hammer fallen lässt und sagt, 11.000 Euro, ich habe Millionen Euro kassiert, denn sie ist seit 2001 führende Politikerin in Berlin gewesen, war immer in Verantwortung. Sie war auch Chefin in Tempelhof-Schöneberg, Arbeitssenatorin ab 2011, ab 2016 Gesundheitssenatorin bis über das Ende der Corona-Phase. Und wir können nur erahnen, was in diesem Corona-Krisenstab für Schindluder getrieben wurde. Es laufen heute noch Ermittlungsverfahren und Gerichtsverfahren wegen den ganzen Teststellen. Die virtuellen Teststellen, die abgerechnet wurden. Aber sie haben überhaupt nichts verstanden in diesem Land. In diesem Land Berlin sowieso nicht. In diesem Land Deutschland auch nicht. Es ist völliger Wahnsinn, völlige Katastrophe. Jetzt hat letztens jemand wirklich noch gesagt, man soll doch mal die Notlage in Berlin ausrufen, weil wir so viele Neuankömmlinge haben, sollen wir doch hier mal die Schuldengrenze reißen. Und ich frage mich immer noch, ist es eigentlich euer Ernst, dass ich mich bis zum heutigen Tage mit dem Land Berlin um meine Steuererklärung von 2020 und 2021 streiten muss und immer noch der Verdacht im Raum steht, dass das Land Berlin einfach seine Arbeit nicht gemacht hat. Leute, es gibt hier Sachen in Berlin, aber Sie wollen immer mein Geld haben, ja? Wenn ich aber was zu kriegen habe, warten Sie bis zum letzten Tag, bis ich was erstattet bekomme. Ihr werdet das kennen und viel schlimmer ist, dass Sie hier von den Steuern, die ganz viele hier bezahlen müssen, diese Pension kriegt. Es ist ja nicht so, dass diese Frau billig ist mit 10.000 Euro Pension im Monat. Das sind in Berlin, das ist eine ganze Kita-Gruppe von 10 Kindern, die man damit finanzieren kann im Monat. Und das bekommt diese Frau, obwohl sie hätte noch 12 Jahre arbeiten gehen können, wie alle anderen. Sie ist nämlich jetzt erst 57. Und verheiratet ist sie hier natürlich mit einem Gewerkschafter. Da hat sie sich natürlich nicht lumpen lassen, auch jemand, der nicht aus armem Elternhaus kommt. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Denkst du, es wird hier Gerechtigkeit einkehren, beziehungsweise wir wissen eigentlich, was passiert. Es wird ein kleines Prozesschen geben und danach kehren wir alles unter den Teppich und sagen, naja, wir haben doch was gemacht. Ja? Der Rechtsstaat ist dysfunktional geworden. Frau Kalatschi hätte schon längst in Untersuchungshaft sitzen müssen, alleine für den Millionenschaden, der unter ihrer Leitung im Corona-Krisenstab entstanden ist. Es ist überhaupt nicht auszuschließen, ob dort gewisse Dinge mit Vorsatz eventuell gemacht wurden, aber Schaden am Steuerzahler müsste mit Untersuchungshaft geahndet werden. Bei den Steuerhinterziehern wird das ja auch manchmal gemacht. Was hat denn dagegen gesprochen, dass währenddem diese ganze Kampagne bekannt gewesen ist, sie als Gesundheitssenatorin bis zum Ende ihrer regulären Amtszeit noch kräftig versucht hat, die Aktenschränke zu bereinigen, um das mal zu sagen. Ich nenne das immer die Bundeslöschtage oder die Landesschreddertage. Wir kennen das aus der NSU. Es ist völlig unklar, wie groß der Schaden ist, der für uns entstanden ist. Und wir sollen mal wieder als Volk einfach abgespeist werden mit der Geschichte, dass sie sich 11.000 Euro für ihre Hochzeit hat bezahlen lassen. Eine Frau, die mehr als 11.000 Euro im Monat verdient. Diese Geschichte stinkt zum Himmel und die Berliner SPD, was macht sie? Sie machen gar nichts. Keine Aufklärung, keine Distanzierung etc. Ich bin ja mal gespannt, wenn ich Ihren nachgefolgten Abgeordneten hier mal wieder auf der Straße treffen kann, wenn er mir wieder versucht, ein SPD-Heftchen anzudrehen. Dann werde ich ihn diesmal ganz genau danach fragen. Und gar nicht weit von hier ist das ehemalige Büro von Dilek Kalatschi. Und da gab es schon einen Farbanschlag. Inzwischen ist der Nachfolger da drin. Ich finde es so schlimm, dass diese Leute einfach jetzt noch Millionen Gehälter bzw. Pensionen kassieren dafür, dass in diesem Lande Rentner Flaschen sammeln gehen. Shame on you, aber ihr habt alle kein Rückgrat, denn es kann sich ja auch niemand öffentlich hinstellen und sich mal entschuldigen. Es ist wirklich peinlich, was in diesem Lande inzwischen die Normalität geworden ist. Und hier in Berlin wird der Untergang von diesem Lande den Anfang nehmen. Ihr habt überhaupt keine Vorstellung davon, was hier tagtäglich auf diesen Demonstrationen vor sich geht. Ich bin gespannt, ob ich demnächst mal wieder ein Video hinbekomme, wo ich euch diese ganzen Szenen zeigen kann. Wird dann wieder eine Woche brauchen, bis es YouTube freigegeben hat. Aber wir machen das Ganze mal etwas zeitlos. Es gibt hier völliger Wahnsinn, Leute. Bleibt dran, abonniert den Kanal, abonniert X und Telegram. Schaut auch mal vorbei auf AfD Observer, wird jetzt zu Auswandern mit Kopf. Damit sage ich ciao, bis bald.